So, wir haben geschlafen. Irgendwie sieht 7 Uhr morgens ganz schön dunkel aus bei denen. Haben wir überhaupt? Moment. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und nochmal auf Schlafen klicke, welche Uhrzeit haben wir dann? Ich glaube, dass uns sonst keine Uhrzeit angezeigt wird. Das ist 5. Aber ich habe doch gesagt, bis um 7. Ich habe gesagt, ich will bis um 7 schlafen. Also, Frechheit. Wieso ist er einfach um 5 aufgestanden? War der da schon wach oder was? Ich nutze die Zeit, um meine Kapuze zu richten. Ich muss auch nicht. Wo schiebe ich die nur hin? So. Energie 90. Und fertig geschlafen. Spiel gespeichert. Ach, da speichert der auch, wenn ich schlafe. Schön. Okay. Willkommen, Heinrich. Willkommen. Wie komme ich hier raus da? Willkommen, Heinrich. Die sind alle voll nett. Mich interessiert gerade das Fragezeichen. Ach, hier hätte ich auch. Ja, da hätte ich auch schlafen können. Naja. Ausrufezeichen, nicht Fragezeichen. Da ist ein Ausrufezeichen und da will ich jetzt hin. Und ich will nicht auf die Karte gucken. Ich will mich überraschen lassen, was da ist gerade. Und danach gehen wir zum Training. Vielleicht ist das auch das Training, aber ich glaube, das hätte eher wieder einen Buchstaben. Jo. Guck mal, Frühstück. Wenn da nicht Stehlen steht, ist es auch kein Stehlen. Aus den Töpfen darf ich einfach essen. Das ist okay. So herrschaftliche Musik hier, gell? Hallo, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, mit der habe ich schon geredet. Ach. Guten Morgen. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Die ist aber noch im Nachtgewand. Ich habe die gerade etwas überrascht, glaube ich. Und wo ist das Ausrufezeichen? Ich bin in einem privaten Bereich. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wusste das nicht. Oh Gott. Wieso ist manchmal auf einmal das ein privater Bereich? So, wo bin ich denn? Wo ist meine Spielfigur? Ach, da. Hier. Ich muss noch komplett durchgehen. Also ich muss eigentlich hier über den Zaun springen. Nein, ich kann hier über die Brücke und dann hier so rüber. Dann gehe ich nicht durch den privaten Bereich. Okay. Ach nee, ich stehe ja jetzt schon wieder richtig. Falsch gedacht. Ist bei mir im echten Leben auch so. Wenn ich etwas anschaue und da nicht stehlen steht, dann nehme ich es mit. Genau, so funktioniert das, oder? Nur wenn da steht, dass das Stehlen ist, dann, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Okay. Ist das über mir oder unter? Ah, okay, über mir. Jetzt stehe ich genau drauf. Aha. Ist es der Typ hier? Milan! Warte! Ich weiß nicht. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Hast du irgendwas? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Ah! Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber?
Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Quest begonnen. Na los, verpass mir eine. Aha. Besiege ja, Milan, besiege Löckchen, besiege Stefan. Wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Ah. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Na gut. Wie ist das Leben in Rathai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Ups. Dun, 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 dun. Was ist denn? Dun, 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 dun. Dann hoch. Auf nach A. Schauen wir mal, ob ich das noch mache mit Löckchen und dem Stefan. Ich würde mal sagen, wenn ich sie zufällig treffe, mache ich's und ansonsten nicht, weil... Gut, es würde halt, wenn dann helfen, Nein, ich box keine Hühnchen. Wieso hast du das vorhin gesagt? Jetzt will ich wissen, was passiert, aber wahrscheinlich kill ich sie nur und mein Ruf wird ganz schlecht. Wehrlose arme Hühnchen killen, das macht man doch nicht. Vielleicht, wenn es nicht gespeichert wird, mal zum Testen. ja, genau. Also der Kampf würde mir vielleicht sogar helfen. So ein bisschen zum Üben halt, ne? Also, wenn wir Löckchen und Stefan zufällig treffen, dann. Hallo, Plötze. Danke. Ich sehe das gar nicht so als Feiertag oder keine Ahnung. Alles Liebe zum Valentinstag-Tag. Aber danke. Gott. Ich habe die Schenke gefunden. Mann, ich komme da nirgendwo rein. Ich wollte doch ein Bier trinken. Haben die noch nicht offen um 7 Uhr morgens oder was? Also wirklich. Jetzt haben wir bestimmt auch schon 8. Mir geht's gut. Und dir? Was tust du da? Was? Wie, was tue ich da? Nix. Ich gehe. Ich muss mal gucken, wo ich genau hin muss. Ah ja, passt. Das Sühnerkreuz. Hundi. Ich frag mich, ob das Wetter teilweise auch geskriptet ist. Der Kampfplatz. Hallo. Gott sei mit dir. Ich wüsste gern... Ui! Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Okay. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Er muss ja auch was Gutes sagen, er arbeitet für den... Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Rathai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Das ist ja nett. Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne.
Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Nett. Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Ach ja. Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Ich bin kein Junge. Das entscheide ich. Und momentan scheinst du genau das zu sein. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Mein Vater war Schmied. Ich habe also ein paar Dinge gelernt. Schön. Dann eben etwas Fortgeschrittenes. Ich habe ja schon ein bisschen gekämpft. Ich glaube, das passt schon. Wenn ich mich sehr blöd anstelle, dann... Zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Ui, der ist aber gut. Guter Schlag. Ah, oh, ist ja gut. Das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Ja. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. So habe ich es jetzt auch immer gemacht. So ist nicht schlecht. Genau. Gut, Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Blocke, dann wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Okay. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Wie blockt man denn, um eine perfekte Parade in Angriff, wenn du Q drückst? Ah, okay. Sehr gut. Bei einer perfekten Parade verlierst du keine Ausdauer. Gut. Nicht schlecht. Also immer, wenn es grün wird, einfach. Okay. Verdammt. Gut gemacht. Aber sonst ist es wahrscheinlich nicht in der Zeitlupe. Genau. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Aber es ist doch gar nicht schneller. Schön. Doch, es ist ein bisschen schneller. Genau. Ach, nicht schlecht. Sehr gut. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Was soll ich machen?
Die perfekte Parade, um einen Angriff vollständig abzuwehren, muss deine Parade seitlich okay, er macht einfach nur schneller. Hallo? Was war das? Hauptmann Werner! Warte kurz, Heinrich. Oh. Aber das hat Spaß gemacht. Ich will weitermachen. Ich schlafe ein beim Training? Nein. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Razis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Sehr nett. Herr Razis hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Guten Tag. Tut dir nicht weh? Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Ups. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Was? Sehr gut. Ah. Nein, nochmal. Ah. Sehr gut. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Gut. Schön. Au. Da hätte ich wahrscheinlich Kuh. Ah, Kuh. Gut. Wenn es grün wird, oder? Die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Ein Trick? Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Bereite den Angriff vor, indem du gedrückt hältst. Wechsel danach die Angriffszone und starte den Angriff. Genau. Ah. Nicht schlecht. Schön. Gut gemacht. Schön. Okay. Sieh an, sieh an. Gar sieh an, nicht sieh an. Schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Na klar. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Ja, mache ich. Ganz brav. Er hat sich verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Ach Gott, damit. Okay. Von nun an kannst du jederzeit den Kampfplatz aufsuchen und den Meister zu einem Übungsduell herausfordern. Folge Bernhard zum Schießstand. Ich renne immer noch mit der Fackel rum. Habe ich jetzt eigentlich ein Schwert? Wieder? Nee. Wo gehen wir denn hin? Sag schon. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Na los, sag's mir. Sag's mir. La 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 la. Was zur Hölle machst du da? Entschuldigung. Du bist nur so langsam. So langsam.
Jetzt sitzen da wieder ein paar. Es ist da auch offen, oder? Hey, pass auf! Entschuldigung. Die Leute heutzutage. Ja, ja, furchtbar. Ganz furchtbar. Alle. Ah, cool. Oh, mein Tee zieht ja noch. Mal sehen. Ups. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, okay. Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Du hast erhalten Armschienen. Bogenschießen. Spanne deinen Bogen mit 2. Halte gedrückt, um einen Pfeil aufzunocken und lass dann los, um zu schießen. Behalte deine Ausdauer im Auge. Mit kannst du den Vorgang abbrechen und den Pfeil wieder einstecken. Okay. Jetzt, was macht er denn hier? Wieso läuft er jetzt von ganz alleine? Halt! Hör auf! Nicht rennen! Der läuft von ganz allein! Genug geredet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann. Hier! Ich mach nix! Der läuft einfach! Halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Ist das ein Bug? Wenn der Pfeil das Ziel hat. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Arm. Was zur Hölle machst du da? Wirst du ihn nicht mehr brauchen. Das weiß ich nicht. Shiva große Zaubermacht. Ja, aber das ist blöd. Was soll ich denn nur tun? Uhr, ja, das war gerade eben. Okay, ich lade einfach den Spielstand neu. Ich hoffe, dass es dann weg ist. Ich bin noch nicht ins Inventar gekommen, ich konnte gar nichts machen. Er ist einfach losgerannt. Eigentlich ja ein lustiger Bug, aber den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Oh Mann. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Okay. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ja. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Ja, das mache ich. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Und los. Du hast erhalten Armschienen. Jetzt geht's. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen 2 Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Kannst du nicht lieber auf ein Schalltor schießen? Ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein. Halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Bitte sag mir, was findet Herr Mann sich bloß an ihr? So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Du nicht lieber auf einen Scheunentor schießen? Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Oh Mann! Das ist gar nicht so einfach. Der bewegt sich so viel. Ist ja gut. Okay, aber ich habe kein einziges Mal getroffen. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Tut mir leid. Es ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen.
Ich bin kein Bauerntölpel. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Ich habe nicht genug. Dann wirst du es abarbeiten. Fangen wir an. Na toll. Ich will mich mit dem jetzt im Bogenschießen messen. Aber ich bin super schlecht. Ich habe gar nichts getroffen. Ich verstehe es noch nicht mal. Der wackelt nämlich so. Darf ich mich auch da hinstellen? Nee. Hä? Wieso wackelt der denn so? Kann ich da nicht einfach vorrennen? Oh je. Ei. Peinlich. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Gut dann, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans muss das sein. Nicht gerade ein Robin Hood, nee. Herr Hans hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Leider nicht. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Schwertkampf, da bin ich besser. Bogenschießen kann ich halt nicht. Das muss ich echt nochmal üben. Oh. Wow, mit richtigem Blut. Fuck. War's das schon? Mann! Ich war mal... Ich dachte... Aber der ist so gut! Leck mich doch! Heben! Nicht lange dauern. Au. Oh weh, hol mal ein Pflaster.
Ja, bitte. Oh Mann, der hat mich total fertig gemacht. Du hast noch viel zu lernen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Und da wir ehrlich gewettet haben, darfst du mir jetzt mein Geld geben. Wie er weggegangen ist. Schau mal. Ist halt doch nur so ein aufgeblasener Kerl, ne? Und gegen den habe ich verloren. Oh, wie gut. Hey. Was zum... Was ist denn? Ja, leichte Bugs hat's noch, aber... Kann ich mit ihm reden, leider. Oh Gott. Himmel, pass auf. Hey. Ja, aber schau dir doch mal den an. Mann, ist der aufgeblasen. Wo geht der denn jetzt hin? Aha. Nein, ich habe das Spiel nicht kaputt gehackt. Sonst hätte ich gewonnen. Es regnet ja schon wieder. Ja, was machst du denn da? Wohin des Wegs, guter Mann? Nett. Ich will jetzt wissen, wo er hingeht. Na, wo gehst du hin, mein Kleiner? Mein Kleiner. Du hast entdeckt Nest. Wo? Ein Vogelnest? Hier kurz gucken, wo ich jetzt eigentlich hinlatsche. Ah, okay. Ach, das ist es wert. Auch wenn ich verloren habe. Irgendwann besiege ich ihn schon. Vor allem, wenn er so steif ist wie jetzt. Ha, ha, ha. Ja, ja, sie hat steif gesagt. Was zum Teufel? Ja, ich weiß auch nicht, was du da treibst. Holst du dir jetzt ein Bier oder was? Vielleicht hilft's. Na, alter Freund. Und schon hat er ein Bier in der Hand. Was macht er da? Ich hab sogar noch ein bisschen Geld. Ich kann einen Ringelblumenaufguss trinken. Ich weiß aber nicht, wofür der ist. Anwenden. Ich trinke ihn einfach mal. Jetzt bin ich wieder schuld. Ich wusste doch, dass das im Chat gleich wieder kommt, wenn ich sowas sage, ja? Nur mal so. Okay, er ist ein bisschen kaputt gegangen. Oh, bist du ein bisschen kaputt gegangen? Ich hol mir auch mal ein Bier. Das habe ich mir jetzt verdient, nach dem Kampf. Na, nicht nur dich platze. Billiger Wein, Bier. Ein Bier, bitte. Ach so, ich muss ja noch bezahlen. So. Na, jetzt kann ich mich zu dir setzen und mit dir ein Bier heben.
So macht man das doch nach einem Kampf, oder? So, Inventar. Ich find's schade, dass es nicht auch animiert ist, dass ich nicht da sitzen kann und einfach ein Bier trinken, so wie er halt. Ach nee, Nahrung, oder? Nee. Wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Ich hab doch ein Bier gerade gekauft. Plätze Schuld. Na? Habe ich jetzt gar nicht unterstellt hier. Ja. Ach Mensch, wieso? Ich möchte doch nur ein Bier trinken. Das ist so schwierig. Bier. Eins. Warenkorb. Ach so. Besprechen wir den Preis. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe E gedrückt. Und es ist X. Ich gebe dir dafür ein bisschen weniger. Wie wär's damit? So kriegst du mich nicht rum. Ja, aber weniger gibt's nicht. Ich wusste, wir werden uns einigen. Das ist doch der normale Preis. Okay, sie gibt mir das Bier halt nicht billiger, ne? So, guter Mai. Wieso bist du denn so komisch? Ich setz mich mal zu dir, ja? So. Na? Essen. So, jetzt habe ich ein Bier mit ihm getrunken. Ist ein bisschen unspektakulär, aber okay. Oh je, der Arme. Hochmut kommt vor dem Fall, ha? Huh?